Als Musiker, komm, mach mit und klatsche in die Hand. Klatsche in die Hände! Ja, so ein Affe in Afrika. So ein Affe in Afrika. So ein Affe in Afrika. So ein Affe sein, das ist fein. Wir singen! So ein Affe in Afrika. So ein Affe in Afrika. So ein Affe in Afrika. So ein Affe sein, das ist fein. Chibi, sing auch mit. So ein Affe liebt es früh aufzustehen, dann kann er in die Urwaldorfschule gehen. Da lernt er, wie die anderen Tiere heißen und dass Tiger keine Elefanten beißen. Als Schweine nicht immer giftig sind, Antilopen sind schneller wie der Wind. Ja, so ein Affe in Afrika. So ein Affe in Afrika. So ein Affe in Afrika. So ein Affe sein, das ist fein. So ein Affe in Afrika. So ein Affe in Afrika. So ein Affe in Afrika. So ein Affe sein, das ist fein. So ein Affe hat keine Armbanduhr, von Stress und Hektik keine Spur. Er seilt sich ab und hängt herum. Bananen stammen sind sein Einkaufszentrum. Er frisst, so viel er fressen kann, und fängt ganz laut zu singen an. Ganz laut! Und so ein Affe in Afrika. So ein Affe im Paschen in Afrika. Die Hände! Affe in Afrika. So ein Affe sein, das ist fein. Ja, so ein Affe in Afrika. So ein Affe in Afrika. So ein Affe in Afrika. So ein Affe sein, das ist fein. Wo kommt er her? Afrika. 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 Ja, so ein Affe in Afrika. So ein Affe in Afrika. So ein Affe in Afrika. So ein Affe sein, das ist fein. So ein Affe in Afrika. So ein Affe in Afrika. So ein Affe in Afrika. So ein Affe sein, das ist fein. So ein Affe sein, das ist fein! Ah, wie schön. Ah, ein sehr freundliches Geräusch, vielen Dank. Jetzt habe ich ein Lied, das heißt Heuschnupfen. Hat von euch jemand Heuschnupfen? Niemand? Das ist, wenn die Augen so jucken, man ganz viel niesen muss, wenn so Gras gemäht wird oder die Blumen blühen. Und wenn ich singe, ja, das ist Heuschnupfen, dann singt ihr, der kommt im Sommer. Kriegen wir das hin? Also ich sing, ja, das ist Heuschnupfen. Das war aber ganz gut, da hinten in der Ecke, da ist mal einer dabei gewesen. Hopp, 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 einmal frei. Aber ich möchte alle hören. Also, ja, das ist Heuschnupfen. Genau. Und noch ein bisschen mehr, so nicht so, der kommt im Sommer, sondern der kommt im Sommer. Ein bisschen mit Kraft, okay? Ja, das ist Heuschnupfen. Der kommt im Sommer. Super, okay. Dann spielen wir das Heuschnupfenlied. Ja. Und als kleiner Junge hatte ich ein geistiges Problem. Ich konnte nicht wie die anderen Kinder draußen spielen gehen. Gedrehtes Gras und Pollen, ja, die brachten mich fast um. Und mit geschwollenen Augen, da kommt man ziemlich dumm. Ja, das ist Heuschnupfen. Der kommt im Sommer. So, und der dauert dann das halbe Jahr. Ja, das ist Heuschnupfen. Der kommt im Sommer. Und der fragt sich dann unser Paar. Das saugt rein die Nase, dazu kriegst kaum Luft. Vor lauter Blüten, Pollen und auch Gräserluft. Ja, das ist Heuschnupfen. Der kommt im Sommer. Und er fragt sich dann unsagbar. Super! Hey. Hey.
Ihr könnt gern tanzen. Ja, das ist Heuschnupfen. Der kommt im Sommer. Und der dauert das halbe Jahr. Ja, das ist Heuschnupfen. Der kommt im Sommer. Und er bleibt sich dann unsagbar. Mittlerweile haben immer mehr dieses grässliche Problem. Und ich kann jetzt viele andere auch mit Heuschnupfen sehen. Manchmal frage ich mich ganz heimlich, habe ich die angesteckt? Mit der grässlichen Plage, an der man schimmert. Ja, das ist Heuschnupfen. Der kommt im Sommer. Und der dauert das halbe Jahr. Ja, das ist Heuschnupfen. Der kommt im Sommer. Jawohl. Und der bleibt sich dann unsagbar. Das Auge trägt die Nase rück und kriegst kaum Luft. Vor lauter Blüten, Pollen und auf Gräser. Ja, das ist Heuschnupfen. Der kommt im Sommer. Und der bleibt sich dann unsagbar. Das Auge trägt die Nase, dass du kriegst kaum Luft. Lauter Blütenpollen und auf Gräser. Ja, das ist Heuschnupfen. Der kommt im Sommer. Und der plagt dich dann unsagbar. Ja, der plagt dich dann das halbe Jahr. Was? Du hast Heuschnupfen? Ist nicht wahr. Dankeschön. Liebe Kinder, ich hoffe, ihr habt euch jetzt ein bisschen warm gemacht. Jetzt dürft ihr zu mir kommen. Wir spielen jetzt, wenn der Elefant in die Disco geht. Das ist ein Lied zum Mitmachen. Kinder, alle zu mir. Kommt nach vorne. Ein bisschen bewegen, das ist gesund. Alle zu mir. Genau. Weißt du, wie man einen Elefant macht? Eine Hand an die Nase und die andere... Ja, das sind Elefanten. Super. Ich will lauter Elefanten sehen. Du bist auch dabei, okay? Kira! Super! Also ihr macht alle die Elefanten. Und was ist der Elefant, wenn der in die Disco geht? Kira, tanz! Tanz! Ja? Dann fangen wir mit dem Elefant an. Der schwingt schön seinen Rüssel und die Hüften. Kira, tanz! Nochmal, ja, das sieht gut aus. Und nachher kommt ein anderes Tier, aber wir fangen mit dem Elefant an. Alle Elefanten bereit? Ich will lauter Rüssel sehen. Okay. Und die Erwachsenen, klatschen den Takt in die Hände und feuern die Kinder ein bisschen an hier. Wenn der Elefant in die Disco geht, weißt du, wie er sich auf die Tanzfläche dreht? Er setzt einen vor den anderen Schuh und schwingt seinen Rüssel im Takt dazu. Und die Elefanten tanzen! Eins, zwei, hey, drei, hey, und vier. Hey, der Elefant sagt, komm, tanz mit mir. Fünf, sechs, sieben und acht. Und alle haben mitgemacht. Wir singen eins, zwei, drei und vier. Der Elefant sagt, komm, tanz mit mir. Fünf, sechs und sieben Mal. Und alle haben mitgemacht. Jetzt kommt das nächste Tier. Das nächste Tier hatten wir schon, das ist ein Affe. Könnt ihr hüpfen? Hüpfen. Wenn der Affe in die Disco geht, weißt du, wie er sich auf der Tanzfläche dreht? Er baumelt mit den Armen und hüpft ein Stück. Nach links, nach rechts, vor und zurück. Und die Affen hüpfen. Eins, zwei, drei und vier. Der Affe sagt, komm und tanz mit mir. Fünf und sechs und sieben und acht. Und alle haben mitgemacht. Eins, zwei, drei und vier. Der Affe sagt, komm und tanz mit mir. Ihr seid super. Fünf, sechs und sieben und acht. Alle haben mitgemacht. Das nächste Tier ist ein großes Tier. Der Bär. Der hebt die Vordertatzen in die Höhe, krummt und dreht sich im Kreis. Wenn der Bär in die Disco geht, weißt du, wie er sich auf der Tanzfläche dreht? Er hebt die Vordertatzen und kommt ganz leise.
keine Krümmen. Gut. Und dreht sich um sich selbst im Kreis. Und jetzt tanzt der Bär und die Hände. Eins, zwei, drei und vier. Der Bär sagt, komm und tanzt mit dem Bär. Fünf und sechs und sieben noch. Und alle haben mitgemacht. Eins, zwei, drei und vier. Der Bär sagt, komm und tanz mit mir. Fünf, sechs, sieben und acht. Und alle haben mitgemacht. Ihr seid spitze Bären. Aber jetzt kommt das letzte Tier. Das letzte Tier ist ein ganz kleines Tier. Das Stichtier. Ui, da halten wir uns die Nase zu, weil es nicht so gut riecht. Und wir wackeln mit dem Po und tun den Duft ein bisschen verteilen. Ja, ist doch schön, ja. Wenn der Stinktier in die Disco geht, weißt du, wie es sich auf der Tanzfläche dreht? Es bewegt sich ganz galant und ein angenehmer Duft. Wie französisches Parfum liegt in der Luft. Und die Stinktiere tanzen und backen mit dem Po. Und die Hände! Eins, zwei, drei und vier. Der Stinktier sagt, komm, und das ist mehr. Fünf, sechs und sieben. Alle haben mich gemacht, ich bin hier mit Tanzen. Wir sind der 1, 2, 3 und 4. Der Schwinkel sagt, komm und tanz mit mir. 5, 6, 7 und 8. Und alle haben mich gemacht. Ihr habt ganz prima mit. Toll! Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen eine Chorwiese. Ihr dürft mir alle hinterherlaufen. Und zwar spielen wir das Lied. Wer hat die Kokosnuss geklaut? Kennt ihr das? Alle singen mit. Alle. Das geht so, wenn es heißt und die Affen singen, brüllen, dann geht's. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Könnt ihr das auch? 3, 4. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Er hat die Kokosnuss geklaut. Ganz laut, okay? Und wir laufen da mal ein bisschen rum, damit wir hier mal ein bisschen in Bewegung kommen hier. Und der Wind schließt sich uns einfach. Juhu! Wir sind der Wandel der Kokosnuss-Express. Die Affen lagen durch den Wald. Der eine macht den anderen Teil. Die ganze Affen wandelt durch. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Die Affenmama sitzt am Schutz und eine nach der Kokosnuss, die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Und wer klatscht noch in die Hände im Takt? Die Affentante kommt von fern, doch sie hat Kokosspitze gern. Die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Der Elefant im Urwald spricht, hier im Dickicht ist sie nicht. Die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Der Affenonkel, oben Strauß, reißt ganze Urwaldbäume aus. Die ganze Affen
an der Brücke, an der Brücke. Wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss? Frag die Kokosnuss. Alles geht echt? Klar, wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Und noch in die Hände batschen, im Takt. Okay? Nein, nein. Der Apfelmilchmann, dieser Knilch, der wartet auf die Kokosmilch, die ganze Apfelmanne brüllt. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Egal. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Egal. Die Affenfrau denkt jetzt ein Kuss. Immer nur an die Kokosnuss, die ganze Affenmanne brüllt. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Egal. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss gejagt? Das Affenbaby voll Genuss hält in der Hand die Kokosnuss, die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss gejagt? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss gejagt? Nee, die sind da ist die Kokosnuss, da ist die Kokosnuss, es hat die Kokosnuss gekauft. Da ist die Kokosnuss, da ist die Kokosnuss, es hat die Kokosnuss gekauft. Die Affenoma ruft, hurra, die Kokosnuss ist wieder da, die ganze Affenbande brüllt. Da ist die Kokosnuss, da ist die Kokosnuss, es hat die Kokosnuss. Egal, da ist die Kokosnuss, da ist die Kokosnuss, es hat die Kokosnuss geklaut. Und die Moral von der Geschichte, glaub keine Kokosnüsse nicht, weil sonst die ganze Bande brüllt. Wir brüllen und gatschen in die Hände. Oh, wo ist die Kokosnuss, wo ist die Kokosnuss, wer hat die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss gekauft? Aber noch! Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss gekauft? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Applaus für die Kinder! Das war super! Das war's für dieses Set! Mit Pillen und Männern, super Hummel auf dem Hocker, du gehst die Hände drin. Mit Pillen und Männern, die sind schwäbisch und hoffentlich, und immer das Dandelen. Deutscher stimmlich.